Auf dieser Route wird Donnick patrouillieren. Ich weiß, ihr würdet ihn nicht auf eine langweilige Patrouille schicken. Nicht ihr. Schnappt euch irgendetwas Scharfes. Wir haben Gesellschaft. Sarah Hawk. Oder heißt es jetzt immer Champion? Ihr habt einfach so viele Gesichter, geschätzte Freundin. Ihr habt mit diesen Kerlen kurzen Prozess gemacht. Passiert euch so etwas häufiger? Die Entscheidung darüber liegt bei mir. Was ist denn los? Schon in Ordnung. Ihr könnt offen sprechen. Die Wachen können sich ihre Patrouillen auswählen. Meine Gemahlin befördert die Tapferen, nicht die Unbesonnenen. Wir sind deutlich präsenter, haben jedoch weniger Verluste zu verzeichnen. Es ist bemerkenswert. Genau wie ihr, Liebste. Vielen Dank. Das dürfte genügen. Bis zum nächsten Mal, Sarah Hawk. Mögen eure Reisen sicher sein. Das dürfte genügen. Und das könnt ihr jetzt in den Bad sehen. In der Tat. Ihr seid zu schweigsam, Varric. Ich denke darüber nach, auf Liebesgeschichten umzuschwenken. Nichts? Nicht einmal ein missbilligendes Stirnrunzeln? Ich bin zufrieden. Schreibt, was euch beliebt. Aber dann macht es doch überhaupt keinen Spaß mehr. Zufriedenheit in der Kaserne? Niemand bezahlt dafür, sowas zu lesen. Schade, dass mir das nicht schon vor Jahren eingefallen ist. Champion. Und der Hauptmann ist auch bei euch. Ich nehme an, ihr seid nicht allzu glücklich über die Anschuldigungen gegen sie. Das könnte man so sagen. Die Anschuldigungen gegen Evelyn sind Unsinn. Habt ihr euch überhaupt die Mühe gemacht, sie zu überprüfen? Nein. Warum wird die Sache dann so aufgebauscht? Manche sind der Meinung, die Lösung der aktuellen Führungskrise liege darin, einige Befugnisse zusammenzuführen. Und wenn diese Beschwerden, ob haltlos oder nicht, anhalten, werden sie als Rechtfertigung dafür dienen, die Position des Hauptmanns der Wache abzuschaffen. Das wäre die einfachste Lösung, ob ich sie nun befürworte oder nicht. Wenn Sie schon Lügen über sie erzählen wollen, dann sollen Sie ihr dabei gefälligst in die Augen sehen. Dem stimme ich zu. Aber leider haben anonyme Ankläger nur selten den Mut dazu. Ich kann euch jedoch sagen, dass sämtliche Beschwerden aus der Unterstadt kommen. Gardistin Brennan ist dort auf Patrouille. Warum sollte sie mir das verschweigen? Ich weiß es nicht, aber ich entschuldige mich für unsere Mutmaßungen, Hauptmann der Wache. Das war bedauerlich. Damit ist es nicht getan. Auf in die Unterstadt, Hawk. Ich muss mit Brennan sprechen. Thank you.
Gardistin! Warum musste ich von einem Templer erfahren, dass es in diesem Viertel Unruhe gibt? Was geht hier vor? Gardistin? Es ist Hauptmann Jevon. Ich habe seine Rückkehr nicht gemeldet, weil ich mich seiner schäme. Er versucht, die Wachen gegen euch aufzuhetzen, aber niemand von uns wird ihm folgen. Eure Führung ist weitaus besser, als es seine jemals war. Wir haben uns so viele Feinde gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er besonders beeindruckend gewesen wäre. Er verdient es, vergessen zu werden. Er hat seine Stellung missbraucht und mich beschuldigt, als wir ihn festgenommen haben. Er war bei einigen durchaus beliebt. Das hat sich allerdings geändert, als die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Das ist doch mal ein guter Anfang. Wo versteckt er sich? Da die Wachen nichts mit ihm zu tun haben wollen, hat er sich andere Verbündete gesucht. Milizen. Vornehmlich mit einem Hass auf alle Ferelden'er. Dieselben Leute, die auch gegen die Kunari geeifert haben. Ich schätze, sie haben inzwischen vergessen, wie viele der Champion getötet hat. Es gibt eine Versammlung. Gegen die Tyrannei der Stadtwache und die Ausländer, die Kirkwall überschwemmen. Es tut mir leid, Hauptmann. Kehrt in die Kaserne zurück. Diese Versammlung ist in der Dunkelstadt, Hawk. Ich muss dorthin.